Stiermeier. Voller Energie. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zum vierten Spieltag der Eishockey-Oberliga Süd zwischen dem Deckendorfer SC und den Star Bulls aus Rosenheim. Vierter Spieltag, Nachholspieltag, Corona-bedingt von damals. Ja, so ist es. Du hast es angesprochen, immer ausgeglichene Partien. Der Puck ist gefallen, der DSC in mit Bulli gewinnt. Wolfgram geht hier nach. Und Tor! Nico Wolfgram! Aus dem Nichts im 4 gegen 4. Letzter Ein zur Führung. Zwischen die Schoner. Ja, hier sieht man es. Geht hier der Scheibe nach und will hier einfach den Schuss aufs Tor bringen. Die Rosenheimer schön durchgegangen. An den Tausgleich, 1:1. Und ich glaube, es war Tobi Meier, der den Abpraller dann nutzt. Hier sehen wir es nochmal. Schuss abgeprallt und der Nachschuss eiskalt an der blauen der Deckendorfer schon drauf. Öffnet natürlich schnell. Räume. Schäfer! Ja. Tor 2:1, ganz cool, macht nicht das Abspiel. Ja, 2 gegen 1 Situation. Und Schäfer lässt sich hier nicht zweimal bitten. Werden wir gleich nochmal in der Wiederholung sehen. Hier der öffnende Pass von Greilinger und dann, wie erwähnt, 2 gegen 1. Zurück auf Andy Gavlik, der auf Chase Schäfer, der mit der Direktabnahme. Scheibe, glaube ich, geht sogar ins Außennetz. Nachschuss, Tor ist drinnen! Thomas Greilinger, der Torschütze, zum 3:1 in Überzahl. Bekommt hier den Puck von Röttke hinterm Tor. Und mogelt die Scheibe an Mechel vorbei. Gut aufgepasst jetzt von Buben. Michi Beindl, schöner Querpass in den Rückraum. Und der Anschluss, Tobias Draxinger zum 2:3 für die Star Bulls. Wieder 4 gegen 4. So ist es, schöner Pass, schöne Übersicht vom Captain von Michi Beindl. Ja, Deckendorfer wieder zu 5. Kyle Gibbons mit der Rückhand. Und der Tor. Ist drinnen! Mit 3 zu einem 3. Handschuh. Ja, Kyle Gibbons, wie wir ihn kennen, sicher an der Scheibe. Hier sehen wir es, geht hier gut vorbei an René Röttke. Herr Komiliauskas hält sich hier das Gesicht, hat hier wohl was. Tor! Tor! Gollenbeck! Gollenbeck nach Vorlage von Manuel Widra zur erneuten Führung für die Deckendorfer. Ich glaube, wir können jetzt schon sagen, wir haben nicht zu viel versprochen. Schön gesehen, direkte Abnahme. Mit dem Direktschuss ins Tor. Enriquez Morales mit dem erneuten Ausgleich. Schöne Direktabnahme vom U20-Nationalspieler und der schlägt dann doch ein. Als Fehler und Tobi Meier mit dem 5:4. Zieht der Topscorer. Zieht hier die Scheibe an Hafski vorbei und muss nur noch mit der Rückhand ins leere Tor einschieben.
Ja, und Sie hören es auf Seiten der Rosenheimer natürlich die Freude groß. Der gegen Gottwald. Höttke. Und fast der Ausgleich. Und Scheibe frei. Tor! Erneuter Ausgleich. 5:5. Wahnsinn. Gollenbeck. Zweites Tor an diesem Abend. Was bieten uns die Jungs hier heute an diesem Feiertag? Mechel schon fast durch Schembri geschlagen. Reagiert dann auch hervorragend. Sehen wir jetzt gleich nochmal in der Wiederholung. Kolmbeck bekommt hier gerade noch den Schläger. Scheibe nach vorne auf Jay Schäfer. Kommt nochmal ein Abschluss. Michi Beindl wird verspielt. Von Alex Höllerer selbst zu Fall gebracht. Glück jetzt für die Deckendorfer. Scheibe Richtung Tor. Hafski lässt prallen. Scheibe raus. Jay Schäfer tritt an für den DSC. Und Tor trifft. Unter die Latte. Als gäbe es nichts Einfacheres. Zur ersten Führung in diesem Shutout für die Hausherren. Wir haben es gehört. Enrico Morales. Und Hafski mit einem klasse Save. Thomas Greilinger, macht er den Sack gleich zu? Nein! Tobi Meier. Gegen Hafski. Und er verpasst die Scheibe. Somit gewinnt der Deckendorf SC den Vergleich gegen die Star Bulls aus Rosenheim. 6:5 nach Penaltyschießen. Biermeier, voller Energie.